Servus Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Pokémon Sonne und Mond Pack Opening. Nein, wir machen einen ganz normalen Run sozusagen. Wir suchen uns einen lieblichen Gegner aus. Wir sind immer noch mit unseren Pflanzenmännern unterwegs und wir machen einen lieblichen Versus-Modus. Schauen wir mal mit unserem Pflanzenbau. Wir müssen, wie war das, 5 Pokémon besiegen mit unseren Pflanzenmännern. Von daher, außerdem, wir müssen hier noch einen kleinen Hopper freischalten, den wollen wir auf jeden Fall noch. Also von daher, let's go! Wir haben Flint mit Wasser. Die Frage ist, was für Schwäche haben Wasser-Pokémon? In dem Spiel natürlich, ob es jetzt Elektro ist oder ich nehme mal Kopf. Ich habe leider verloren. Oder ob es jetzt Elektro ist, jetzt die Frage. Ich hoffe natürlich, dass es Pflanze ist, weil dann habe ich einen Vorteil, auch wenn es mir nicht angezeigt worden ist. Oh, wurde es mir denn angezeigt? Was ist denn los mit dir, Clint? Mit Y. So, mein Freund, möchtest du anfangen? Darf ich anfangen? Ich bitte anfangen. Du möchtest nicht anfangen. Ich möchte anfangen. Bitte. Dankeschön. Hinweis an Clint. Please choose. Dankeschön. Ja, okay, er fängt an. Okay. Schauen wir doch mal, was haben wir denn? Wir haben schon mal kein Basis-Pokémon. Heilige Scheiße, haben wir viele Energiekarten. Damit können wir aber leider nichts anfangen. Du kannst deine Pokémännchen schon mal auswählen. Lamelux. Gott. Wieso habe ich dich überhaupt nicht? Was kannst du eigentlich? Erleuchtung. Ja, was auch immer. Ihr habt kein Basis-Pokémon, das habe ich auch gemerkt. Dankeschön. Danke für den Hinweis. Nudi! Ach, verdammt, jetzt zieht er natürlich. Oh, der Silvaro GX. So. Oh oh. Das ist nicht gut. Er sieht ja mein ganzes Deck. Ich habe schon gedacht, jetzt muss ich Shame ins Spiel. Leck mich am Arsch. Bouncy! I choose you. Nein. Bitte kein Shame in X spielen. Das möchte ich schon selber machen. Da brauche ich keine Herausforderung, Aufforderung, was auch immer. Wir haben hier einen Arctos. Metallschwäche und das ist Pflanze, okay. Arctos EX Blizzard. Greif mal eine Bänkchen-Pokémon an, das ist nicht schön. Aromat, okay. Ernsthaft? Moment, mein Freund, was haben wir denn hier? Spezialenergie, eine Plasma-Energiekarte. Die sieht richtig geil aus vom Design her. Aber nicht bewundern, Final, nicht bewundern. Es ist gerade wegen gerade ungünstig, was da gerade alles passiert. Also, sei ready. Aquan, okay. Er ist fertig. Gut. Ich muss was spielen, weil sonst bin ich gleich weg. Das ist mein erster Zug, ne? Ich darf dann ein paar Cuts ziehen. Das ist lieblich. So. Dann wollen wir ihn. Wollen wir ihn ärgern? Obwohl, ich will über Lilith spielen. Komm, Lilith! Gib mir ein paar coole Karten. So, was haben wir denn da Interessantes? Okay. Spüre die Macht des Zehners. Spürst du es? Spürst du meine Macht? Jetzt haut er mir immer 60 plus rein. Okay. Vor allen Dingen, dieser Bounce hat sich jetzt ausgebounced. Der ist jetzt weg. Aber wenigstens habe ich die komplette Evolutionsreihe. Ah, da muss ich mal überlegen, wie ich das jetzt am geschicktesten mache. Was ist das für Plasma-Karten? Was ist denn los mit dir? Hat er ein Plasma-Deck? So kriminell. Was magst du denn? Der kennt meine Handkarten. Das ist ja ekliger. Ja, Bouncy. Nice. Spüre die Macht des Vergiftseins und der Verwirrtheit. Gut, du kriegst schon mal eine Energiekarte, dann entwickeln wir dich mal weiter, dass du wenigstens ein bisschen überlebst. Ansonsten ärgert man dich jetzt mal wegen, dass du ein paar Energiekarten wegdust. Hau die Scheiße mal da weg, was ist denn los mit dir? Ansonsten hau doch mal deine scharfe Klinge rein. Membrana. Komm, wir greifen mal Membrana an. Willst du diese 20? Ja. Ich hoffe, er kann nicht angreifen. Oh, nice. Das heißt, ich kann meins auch jetzt entwickeln, wenn er jetzt kein Bullshit macht. Kann aber leider nicht angreifen. Das ist so das Blöde. Was? Noch mehr Energie kann. Oh je. Kalter Knast. Heißt der Angriff wirklich Kalter Knast? Okay. Wenn das Pokémon bereits Plasma-Energie angelegt
ist jetzt paralysiert. Oh, paralysier mich doch nicht. Was ist denn los mit dir? Kyriem? Alter, das sind so richtig eklige. Vor allem so viel Plasma-Karten. Habe ich ja noch nie gesehen. Und natürlich auch ein Ball mit Plasma. Nice. Kannst du wahrscheinlich Plasma-Pokémon suchen, ne? Natürlich. Ha. Ich hab's in den Urin gehabt. Dann zeig mir doch mal, was du drauf hast, mein Freund. Dann zeig mir's doch. Federpfeil. Dann kann ich zwei Schanzmann. Fürs Jahr. Nimm drei Karten aus deinem Ablagestapel. Kann man schon mal auf jeden Fall ein bisschen was anstellen. Das ist doch schon mal etwas. Das ist jetzt nicht die ultimative JX-Fähigkeit, aber hey, ich habe wenigstens eine. Und die soll ich auch aktivieren, so bald wie möglich, bevor ich drei Energiekarten habe. Fluchsal. Ich kann mein Pokémon in den Austausch. Aber ja, natürlich. Und tschüss. Evoli! Fucking Evoli, geh weg. So, du kriegst eine Energiekarte. Dann entwickeln wir dich mal weiter. So, dann unseren guten Shaman. Jawohl, ich möchte dir gerne drei Karten ziehen. So, damit können wir nichts mehr. Hyperball können wir mal aktivieren. Komm, kein Bisaflor EX diesmal. Was nehmen wir denn? Ich denke mal Lugia. Oder? Was haben wir denn noch so? Wir nehmen Lugia, oder? Was kannst... Kann ich bitte... Ach komm, ich kann doch nicht lesen, was da steht. Komm. Wir machen da keine Spannung. Wir machen einen guten Lugia. Und fertig hat sie's. So, dann spielen wir gleich auf den Lugia. Der kriegt dann noch ein bisschen... Schutz. Und ansonsten würde ich sagen, aktivieren wir mal den guten N-Leiter. Den N-Leiter. Ziehen wir erstmal schöne Karten. Er darf sich auch 5 neue Karten ziehen. So, da haben wir dann nochmal so eine Evolutionsreihe. Ich möchte gerne 3 Karten ziehen, wenn das möglich ist. Nein, ist nicht möglich. Okay. Dann machen wir doch mal erstmal Federpfeil. Greifen wir doch sein Vieh weiter schön an. Und dann würde ich sagen, Physisch-Jagd. Machen wir doch mal. Ablagestapel. Dann nehme ich einmal dich. Einmal dich, um dich um ein wenig zu ärchern. Und ansonsten... Gott, keine Ahnung. Was will ich denn noch? Lilly, nehmen wir noch die Lilly mit. Komm zu mir, meine liebsten Karten. Oh, mein Gegner ist am Zug. Was hast du für Rückzugskosten? Du hast eine... Okay. Was willst du machen? Also in deinem Fall würde ich wirklich Rückzugskosten machen, um die Pokémon zu tauschen und dann schön mit Arctos schön reingedonnert. So würde ich es auf jeden Fall machen. Scheiß auf die eine Energiekarte, die du dann verlierst. Arctos hat eh genug. 80 und Paralyse, das ist eklig. Aber 80 für 4 Energiekarten. Mal schauen. Was macht denn eigentlich der Blizzard? Dieser Angriff fügt jeden... Achso, das war das mit 10 Schaden für die Bank-Pokémonchen. Er legt eine Energiekarte zu. Und dann macht er... Wupp, dann macht er mal einen Switch. Genau, so hätte ich es nämlich gemacht. Ich kann schön noch 90 reindonnern. 80. Und er ist paralysiert. Aber das Spiel kann ich auch spielen, mein Freund. Lass dich paralysieren. Okay, dann eben nicht. Komm, wir aktivieren mal die. So, eine Wasserenergiekarte können wir mal wegtun. Federpfeil könnte ich höchstens machen. Aber ich kann meinen Lugia schon mal wegen aufwerten. Und einen weiteren Bounce. Na komm, machen wir noch einen Bounce. Federpfeil. Obwohl, können wir auf Lugia... ich sag schon auf Lugia. Auf Arctos draufhauen. Ansonsten kann ich leider nichts machen. Ah, stimmt, das paralysiert mich jetzt jede Runde. Das heißt, ich kann gar nichts mehr machen. Es sei denn, ich kann es rückholen. Werde ich wohl auch machen müssen. Der hat sowieso keine Rückzugskosten. Mit Lugia kann ich dann 20 Schadenspunkte mal der Anzahl der... Das sind dann 6 Stück. 120 Schaden mache ich dann. Reicht es? Das reicht. Haha, Strategie. Obwohl, kann ich den überhaupt zurückrufen? Das ist jetzt so die Frage. Ich weiß gar nicht, ob das so funktioniert. Geht? Nee, es geht ja nicht einmal. Ah, das ist nicht schön.
Da haben wir nochmal 20 drauf. Eine Energiekarte für unser Lucia. Was macht denn der Heiko? Na, nach Deck durchsuchen ist immer schön. Ich nehme gleich den nächsten. Wunderschön. Warte mal. Ach, du kannst es auch machen. Das kann man sogar von der Bank aktivieren. Das habe ich nicht gewusst. Das habe ich echt nicht gewusst, dass man das von der Bank auch aktivieren kann. Das ermöglicht mir ja völlig neue Strategien. Das habe ich echt nicht gewusst, dass man das auch von der Bank aus aktivieren kann. Was machst du? Ah, du suchst dir jetzt noch eine Karte. Actus X. Ist mir wurscht, was du machst. Gut, mein Pokémon wird jetzt auf jeden Fall besiegen. Da kann ich jetzt nichts dran ändern. Aber mein Lucia, da wird erst mal zeigen, was richtige Macht ist. Das Problem ist jetzt bei ihm, er hat keine Karten mehr. Er hat keine Energiekarten mehr. Gut, jetzt hat er wieder zwei Karten, aber ob er die Karten hat, um zu ziehen, das ist eine andere Frage. Bei mir denkt er sich, oh, er hat jetzt auch drei Karten. Aber ihr habt die gute Lilly, da kann ich auf jeden Fall noch einige Karten ziehen. Und ich habe den Superball. Nehmen wir, können wir mal aktivieren, vielleicht kriegen wir ja was. Ein Bisaflor. Warum nicht? Komm mit, mein Freund, komm mit. Dich können wir nämlich gleich anlegen. Dann können wir hier noch eine Energiekarte spielen. Und Lilly, lass uns ein paar Karten ziehen. Doppelt farblos. Jetzt kriege ich doppelt farblos Energiekarte. Das ist lieblich. Nochmal ein Bounce. Leider habe ich nur zwei Maschierer-Checks, also kann ich nicht nochmal was machen. Aber ich kann hier Pfeilriegen machen. Wo wollen wir es denn machen? Auf Kurier? Oder auf ihn? Wenn wir schon angefangen haben, können wir da auch weitermachen. Und Luftball-Angriff. 150 Schaden. Nice. Und zwei kann ich mich. Dankeschön. Ein Shaman haben wir gekriegt. So, was macht er dann jetzt Schönes? Er will Zeit schinden. Okay. Weil er momentan nicht die Energiekarten hat. Dieser Angriff fügt ein Pokémon auf deiner Bank 30 weitere Schaden zu. Okay. Blizzard Brand 120. Okay. Er bereitet sein weiteres Actus vor. Ah, dann weiß ich, wen ich angreifen werde. Ah. Dann muss ich aber mir ein bisschen was anderes überlegen. Jetzt hat er auf jeden Fall noch genug Karten. Also den kalten Knast kann er noch nicht aktivieren. Oder doch? Ne, normalerweise nicht. Keine Ahnung. Kannst mich mal ein Bouncy spielen, wenn du willst. Bouncy! Kannst mal, was du willst, ist mir wurscht. Ich kann es natürlich noch ein bisschen weiterentwickeln. 50 plus. Ja, gut, kann man machen, ne? So. Fallregeln. Dann können wir mal den ein wenig an. Ich spüre, die macht der 20. So, dann entwickeln wir dich mal weiter. Gib mal dir mal eine Energiekarte dazu. Dann können wir dich noch ablegen. Breite deine Flügel aus, mein Freund. Ich greife jetzt deinen Actus an. Das ist mir scheißegal, mein Freund. Das ist eigentlich eine gute Strategie, wenn ich seinen Actus ein bisschen angreife. Was haben wir denn hier? Noch Glaziola Plasma. Die Rückzugskosten aller Plasma-Pokémon verringern sich um 2. Das ist nicht schön. Das verteidigte Pokémon schläft jetzt. Okay. Okay, wir haben hier einen Scarabon, okay. Doppelt farblos Energie. Tun wir mal auf Lugia. Wir bereiten voll unser Lugia vor. So, Federkleid, feuerfrei. Bam. Und nochmal. Schön schon 80 Schaden reingedrückt. Tja, du musst langsam deinen Actus vorbereiten. Weil sonst lebt es nichts mehr allzu lang. Vor allen Dingen, er muss jetzt seinen Actus spielen, um meinen Apoteros zu töten. Ja, und dann kommt mein Luke und fickt ihn. Oh, snap. Es sei denn, natürlich, er hat Flottis schon. Dann ist es natürlich nicht gut. Dann soll ich vielleicht noch ein weiteres Pokémon vorbereiten. Er hat drei Preiskarten noch. Das heißt, selbst wenn er eine EX-Karte besiegt, lebe ich noch.
Noch ein Glaziola. Willst du die Rückzugskosten jetzt auf 400 senken? Welches Pokémon hat 4 Rückzugskosten? Ein Gamma vielleicht, aber ansonsten. Einen guten N leider. Von mir aus. Obwohl die Pokémon damit, die wär optimal gewesen. Flodest schon. Ich bin am Zug, okay? So, was machen wir denn am besten? Ich könnte jetzt natürlich Pokémon tauschen. Und könnte man Lugia spielen und könnte ihn besiegen. Wollen wir das machen? Indem ich... Oder ich mache halt wieder die Taktik. Mache ich weitere 40 Schaden. Ah, bevor er mir eben Bullshit macht. Komm, Lugia. Zeig, was du drauf hast. Dann flutest schon. Dann wechseln wir mal so rum. Dann tun wir hier noch... Nee. Doppelfarblos Energiekarte da drauf. Und er hat aufgehört. Lieblich. Aber so viel Pokémon habe ich jetzt gar nicht besiegt, oder? Flups. Und wieder 10 Punkte mehr. Jetzt schauen wir nochmal täglich voraus. Ich habe, glaube ich, gar kein Pokémon mit Pflanzen. Okay, der Kampf war eigentlich sinnlos. Aber dafür habe ich 10 Punkte gekriegt. Für den wunderschönen Sieg. Das war's auch mit dieser Folge wieder. Wir sehen uns wieder das nächste Mal bei Pokémon Trading Card Game Online. Haut rein, euer Final.